Ja, hallo zu einem neuen Screencast. Wir erstellen mal wieder Präsentationsfolien mit Hilfe von Inkscape. Dieses Mal benutzen wir allerdings die nicht mittlerweile standardmäßig enthaltene Erweiterung Jesse Ink, sondern es gibt eine weitere Erweiterung, die sich Sozi nennt. Im Artikel zu diesem Beitrag hier gibt es natürlich den Link zu den entsprechenden Seiten des Projektes. Dort könnt ihr die Extension herunterladen und entpackt das ZIP-File dann einfach in das entsprechende Verzeichnis Extensions, und nach dem nächsten Neustart von Inkscape steht uns die Extensions hier unter Erweiterung Sozi zur Verfügung. Ich habe mir hier im Hintergrund schon mal ein paar Textelemente angelegt, aus denen meine Folie entstehen soll oder meine Präsentation entstehen soll. Dann rufe ich mir hier den Ebenendialog auf, sperre diese Ebene gleich fürs Bearbeiten, lege eine weitere Ebene an, die nenne ich hier Control. Und auf dieser Ebene zeichne ich mir jetzt die entsprechenden Ansichten. Verglichen zu Jesse Ink ist das hier nicht ganz so komfortabel. Ich kann hier wirklich nur einzeln zeichnen und muss dann jedes Mal die Erweiterung aufrufen. Das Ganze ist aus meiner Sicht noch nicht hundertprozentig so ausgereift. Dieses Fenster hier, das könnt ihr abbrechen, wie ihr wollt. Das geht einfach nicht weg. Das geht erst weg, wenn dieses Fenster hier geschlossen ist. Und hier habe ich verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Einmal die Geschwindigkeit der Übergänge, den Zoom entsprechend, verschiedene Einstellungen für die Übergänge. Hier gebe ich einen entsprechenden Titel für die View. Ich kann sie verbergen, klippen und automatisieren die Übergänge. Ich sage hier einfach mal neu. Es legt mir eine entsprechende Sequenz an, die speichere ich mir gleich und dann schließe ich dieses Fenster. Wir sehen auch hier dieses Pop-up verschwindet. Ich mache mir hier ein Duplikat von meiner View, halt. Versetze das dementsprechend und skaliere es. Rufe die Erweiterung wieder auf. Sage neu, speichere es. Und ein weiteres Mal. Und das Ganze nochmal für die Gesamtansicht. Ups. Das Ganze hat jetzt folgendes Aussehen, und beim ersten Aufrufen dieser Datei im Browser wurde auch genau das so angezeigt und nachher die Views verbogen. Also man würde kurz sehen, dass es da Views gibt. Das mag ich nicht so. Das ist bei Jesse Ink aber auch genauso. Und genau aus diesem Grund habe ich das einfach hier auf einer eigenen Ebene gezeichnet, die ich Control nenne. Die blende ich jetzt einfach aus. Jetzt speichere ich das Ganze und wir können auf den Browser wechseln. Ich refreshe das mal hier und wir sehen, es wird nicht so eingeblendet und die erste Folie kommt. Wir können hier genauso wie bei Jesse Ink mit den Pfeiltasten entsprechend navigieren. Es geht aber auch mit der Maus. So sieht das Ganze aus. Ja, im Gegensatz zu Jesse Ink kann ich mich hier auch mit der Maus bewegen. Das heißt, ich kann die Folie verschieben und bei einem Klick gehe ich auf die letzte Folie, auf der ich gewesen bin, zurück. Ich kann auch mit Plus
oder minus entsprechend zoomen. Und hier wäre ist gleich auch hier zur letzten Folie springen, also beziehungsweise zu der Folie zurück, auf der ich gewesen bin. Auch Sozi hat eine Übersicht. Hier ist es nicht in Form von Bildern, sondern in Form einer Tabelle, und zwar ist das T. Da wird hier so eine kleine Tabelle eingeblendet mit den Folienüberschriften, und auch hier kann ich navigieren, und wenn ich rausgehe, verschwindet die Tabelle automatisch. Mehr ist zu dem Ganzen nicht zu sagen. Für mich selbst, ich finde Sozi zwar schick, noch nicht hundertprozentig ausgereift. Für mich kommt es nicht hundertprozentig in Frage. Ich komme mit Jesse in klar und auch mit deren Ansichten, aber ausprobieren kann man das Ganze alleweil mal. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Nachmachen.